So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Ja, neue Aufnahmesession, neues Glück, würde ich sagen. Eine Weile ist es her, seit meiner letzten Aufnahmesession. Ich weiß, wir haben einige Schiffe gebaut, ich weiß, wir haben einiges Neues geschaffen. Viele Gebäude mussten gehen, neue Gebäude mussten gebaut werden. Und wir haben auch ganz viel Land gewonnen. Das ist alles noch wieder in Erinnerung gerade geraten. Jetzt halt, bevor ich hier die neue Aufnahme gestartet habe. Und wir bauen hier fleißig eine Festung, einfach mal, um es getan zu haben. Und an sich, ja, es steht unsere Eroberung der Welt, steht eigentlich nicht mehr viel im Wege. Dann würde ich sagen, hören wir mal mit dem Geschwafel auch jetzt auf an dieser Stelle und legen einfach mal gleich los mit der Action. Ich glaube, wir werden schon wieder angegriffen. Da oben marschiert schon wieder einer unserer Leute raus. Das ist geil, schon wieder. Es fängt ja gut an, die Folge. Fängt ja gut an. So, ganz kurz mal die Dinger wieder einschalten. Faszinierend. Kann man jetzt eigentlich den Turm hier angreifen? Ich möchte ihn gerne loswerden, weil der stört. Er stört ziemlich. Mach mal. Gleich mal zu Beginn der neuen Folge geht's los hier mit ein bisschen Action. Wir greifen einen Turm an. Wir erobern ihn. Und machen ihn uns untertan. Ja, ich habe ein bisschen was an... Oh, ein General. Oh, ein General, Freunde. Er hat einen General. Wird Zeit, dass wir ihn wieder ein bisschen... ein bisschen einschwächen. Weil das kann ja nicht sein, dass der hier schon wieder ganz munter sich wieder aufbaut. Nicht nach all der Arbeit, die wir in den letzten Folgen bisher geleistet haben. So, es wird fleißig gekämpft. Unsere Leute hier kämpfen sich munter durch. Was ist mit dem General? Wo steht der? Ist der schon tot? Nee, der greift gerade an. Mist. Wie viel Leben hast du? 7. Okay, wird spannend. Wird spannend. Ich würde sagen, wir schauen uns mal dieses Generalsduell hier an. Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich einer ist. Ich muss nochmal mitzählen. Oh, wir haben das Militärgebäude erobert. Sehr gut. Das schauen wir jetzt gleich an. Ich guck mal ganz kurz das Generalsduell. Machst du, der ist der Gegner. 7 von 7. Alright. Spannende Zeiten, Freunde. Spannende Zeiten. Ein hartes Duell. 1. Oh, das wird dauern, Leute. Ich glaube, das dauert ein bisschen mir zu lang sogar. 2. 3. Mist. 4. Also, er müsste noch 3 Leben haben, rein theoretisch. 5. 6. Sieben. Jawohl, es ist ein General gewesen. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Jetzt würde ich sagen, gilt es erstmal, diesen Turm hier wieder an die Straße anzubinden. Na komm. Hier. So. Ja, haben wir wieder viel Platz hier. Das erste, was wir natürlich machen, Fridolin darf seines Amtes walten. Dasselbe darf er hier machen. Ein Forsthaus, okay. Wenn er meint. Das hilft dir nichts, mein Freund. Das hilft dir nichts. Was ist mit dem hier eigentlich? Wie viele? 6 Leute. Ja, das reicht locker. Easy, Freunde. Goldbergwerk. Ich wollte mal ganz geschwind schauen. Ich glaube, das mache ich jetzt zu Beginn der Folge, damit wir dann die nächste Folge da nicht auch noch mit verschwenden. Ich muss ja zugeben, ne? Also ich nehme gerade jetzt nur eine einzige Folge auf für den heutigen Tage. Weil mir die leider fehlt. Mir sind die Folgen ausgegangen. Habe ich mit Schrecken festgestellt. Das heißt, ich muss jetzt ganz spontan eine klitzekleine kurze Aufnahmesession machen.
Aber ist egal. Es ist eh morgen wieder eine geplant, also den Tag darauf, ne, der Samstag. Da ist wieder eine Aufnahmesession geplant und da geht dann... Da werde ich wieder ein paar Folgen aufnehmen, so auf Vorrat und so. Ist gerade ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, also das Ganze mit den Let's Plays und so. Ja, Arbeit ging ja wieder los und so. Aber ich denke mal, das wird trotzdem funktionieren. Ich bin aber munter hier ein paar, wieder mein, das Straßennetz ein bisschen am Umbauen. Und dann würde ich sagen, ich gucke mal ganz geschwind. Das wollte ich. Ah. Ich schaue mal ganz geschwind in die Analyse rein. Der Bug ist wieder da. Der Mauszeiger-Bug. Verdammt. Und da würde ich mal ganz kurz schauen wollen, wie es mit Gold ausschaut. Die Produktion ist eingebrochen. Ach so, weil ein Goldbergwerk fehlte. Okay, schauen wir mal nach dem Goldbergwerk. Da ist es gebaut. Sehr schön. Gefällt mir. Da oben ist eine Münzprägerei im Bau. Ist auch sehr schön. Da ist unser eroberter Turm. Dann würde ich sagen, wir rücken auf jeden Fall auf das, ans andere Ufer hier vor, damit wir hier eine Wasserstraße bauen können. Und hier ein bisschen das Ganze noch ausbauen und plündern. So, der Fridolin ist unterwegs. Da ist wahrscheinlich nichts. Ach, da ist auch nichts. Da ist sogar eine Fahne schon. Ja, okay. Dann darf er hier ein bisschen suchen. Ja, da ist nichts. Natürlich nicht. Da ist ja auch ein Weg, mein Freund. Da ist ein Weg. Und dann greifen wir hier... Acht Leute! So viel brauchen wir nicht. Ich denke, es reichen... 5. Ich nehme mal 5, einfach nur um sicher zu gehen. Es würden auch 3 wahrscheinlich reichen. Aber seien wir mal ehrlich. Lieber haben wir hier ein bisschen was auf Vorrat. Und wenn ich so sehe, dass da unten noch ein Turm ist, würde ich fast schon sagen, dass 5 vielleicht doch ein bisschen zu wenig war. Goldbergwerk. Der hat jede Menge Goldbergwerke, der Kollege. So, hart umkämpft ist das alles. Hart umkämpft. Ich schau mal geschwind in die Statistik, während die hier sich prügeln. Wo war's denn jetzt? Ach ja, hier. Ups. Ja, ist eine Weile her, wie gesagt. Besiegte Soldaten. Militärische Stärke. Ja, die nimmt immer weiter ab. Ja, hier erst die letzte Hürde vor unserer kleinen Eroberung. Gewesen, wohlgemerkt. Huch, da bin ich aus Versehen gerade ganz kurz. Moment, ich schicke gleich wieder hoch. Okay, ja, haben wir das nächste erobert. Ich verbinde das ganz geschwind mit einer Straße hier. Alles, damit es schön seine Sauberkeit hat. Ja, da ist nichts, denke ich mal. Würde ich fast annehmen. Brauchen wir auch nicht. Ich würde sagen, wir rücken jetzt erstmal ein bisschen weiter vor. Um hier unsere Position zu festigen. Der Turm... Scheiße. Ich muss hier unten dringend... angreifen. Ärgerlich! Angreifen! 5 Leute! Das Ding da unten muss zerstört werden. Das kann nicht am Leben bleiben. Wenn der es uns hier ein Militärgebäude kaputt macht, das wäre ärgerlich. Sehr ärgerlich. So, ich baue kurz den Weg hierher. Schicke hier auch nochmal einen Fridolin hin. Eventuell ist hier ein bisschen Gold noch übrig. So, gucken wir mal. Das Gebäude kann ich da angreifen. Klar, brauchen muss es ja auch nicht. Ich hoffe, der zerstört das jetzt nicht. Ja, Mensch. Was ist denn jetzt los? Hä? Ja, ich kann das... Moment. Ich muss mal ganz kurz hier was machen. Einstellungen, Smart Cursor.
Ja, es wird fleißig gekämpft und das Ding, es lebt immer noch. Da ist noch eins. Ach, du großer Gott. Wo ist noch eins? Wo ist denn das? Da unten. Ich kann die noch nicht beide gleichzeitig angreifen. Ja, Leute, ich komme aus dem Bild nicht mehr raus. Ich muss mal ganz kurz hier ein paar Einstellungen tätigen. Moment, wir schauen nochmal hier rein. Der Grafikbug ist, dieser Mausbug ist ja schlimmer als je zuvor. Gesamtlautstärke, ja, das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier... Ich setze mal die Auflösung ein bisschen runter nochmal und setze dann wieder hoch. Ach so, ich wollte sie runtersetzen. Das da. So. Ich hoffe, das wird jetzt in der Aufnahme übernommen. Wird es. Ja, scheiße. Ist da natürlich. Ja, wir haben das Militärgebäude erobert. So, das ist schon mal kaputt. Sehr gut. Das will ich sehen. So, jetzt ist hier, sind drei Leute drin. Da kann natürlich jetzt keine Verstärkung kommen. Ja, ich mach mal ganz schnell die Auflösung wieder hoch. Ja, der Bug ist weg. Sehr gut. Sehr gut. Genau, die Auflösung brauchen wir. So, jetzt müsste es auch wieder passen, denke ich. Ja, passt auch wieder. Oh, Holzverlaute ist aufgebraucht. Welche? Die da, okay. Ja, die kann weg. Tschüss. Gebiet verloren. Mist! Ach, da oben. Ja, die Straße, Wasserstraße kann er von mir aus haben. Die brauchen wir eh nicht. So, das Gebäude haben wir erobert und jetzt will ich trotzdem dieses Ding da unten zum Schweigen bringen. Ah! Jetzt hat das kaputt gemacht, der Blöde. Der Sack. Ach, hätte mal warten müssen, bis der da noch zurück ist. Aber okay, kann man ja nicht wissen. Ist jetzt vorbei. Okay, ja, wir haben jetzt natürlich ein Problem, weil jetzt hier natürlich das Gebäude weg ist. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ich denke, wir werden dann weiter einrücken einfach. Schaut hier aus, 5 Leute können angreifen. Schauen wir mal. Ja, es ist schlimm. Vielleicht nehme ich dann doch gleich noch eine zweite Folge auf. Mal gucken. Aber eigentlich geplant war es nicht, weil ich hatte ja jetzt einen neuen Aufnahmeplan gemacht. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, ne, die auch jetzt kein Facebook haben und so, für die möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz das sagen. Für die möchte ich jetzt auch noch mal sagen. Und zwar ist jetzt gibt es jetzt einen neuen Aufnahmeplan. Wo rennen die hin? Ach so, da oben. Okay. Da gibt es einen neuen Aufnahmeplan, genau. Und zwar wird es jetzt Montag, Mittwoch und Freitag immer jeweils eine Folge von jedem Projekt, was ich am Laufen habe, geben. Und am Wochenende halt, also Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag, da wird es dann also jeweils an einem Tag eine Folge von einem der Projekte geben. Ich habe auch geplant, nicht mehr als zwei Projekte gleichzeitig laufen zu lassen. Einfach nur, ja, aus zeittechnischen Gründen. Und ja, also wie gesagt, das genau, wollte ich jetzt so mal nochmal gesagt haben, für euch auch, jetzt, die hier das Let's Play sich angucken, schau mal kurz, wo noch mehr Granit ist. Einfach nur, weil das, wie gesagt, aus zeittechnischen Gründen geht es leider nicht anders. So, ich schalte mal kurz die Map ein, wie es ausschaut. Es sind immer noch überall Spots hier, aber irgendwie können wir die Expedition nicht starten. Da ist ein Gegner unterwegs. So, Expedition bitte. Das geht natürlich auch nicht. Verstehe einer, wie das funktioniert. Wir sind immer noch am Kämpfen. Ja, was ist da los? Brauchen aber ganz schön lang da oben für so ein paar kleine Türme. Also man sieht schon, er hat sie hier wesentlich enger gebaut. Das ist natürlich sehr ungeil. Müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen. Das Katapult ist sehr nervig, auf jeden Fall. Und er hat es sehr geschickt platziert. Muss ich ihm lassen, weil es ist jetzt geschützt von 3, wahrscheinlich 4 Seiten. Hier unten wird wahrscheinlich auch noch eins sein. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, das eine hier. Doch, es reicht sogar. Nice. Okay,
Ja gut, schauen wir mal, mit wie vielen Leuten wir jetzt den oberen Turm angreifen können. Mit 9. Das machen wir gleich. Um auf Nummer sicher zu gehen. Denn ich möchte die ganzen Dinger natürlich noch verbinden miteinander. Und da unten sind wir dann schon wieder an der unteren Grenze angekommen. Ja, schön. Dann haben wir sein Land sehr sauber gespalten in 2 Teile. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Da steht noch ein Schiff. So, Statistik. Schauen wir mal. Militärische Stärke geht immer weiter nach unten. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen was verloren, wenn mich das alles täuscht. Ja, hier haben wir ein bisschen was verloren. Das ist da, wo unser kleines Gebäude kaputt gemacht wurde. Huch, da wollte ich nicht hin, ich wollte nach unten. So, wir haben ein Goldbergwerk verloren. Da werden wir uns gleich mal drum kümmern müssen noch. Hier gleich mal Ersatz zu beschaffen. So, die Gebäude müssen erst alle noch kaputt gehen, natürlich. Dann schauen wir mal. Wir können ja hier schon mal anbinden, ne? Hier so, kleine Straßenanbindung. So. Können wir das schon miteinander verbinden. Und ja, jetzt geht das hier natürlich auch. Sehr schön. Und dann schicke ich hier jetzt nochmal einen von denen hin. Militärgebäude haben wir. Gut. Passt. Militärgebäude besetzt. Die Festung. Sehr schön. Der erste Soldat ist drin. Yay. Und da geht schon wieder los, die Action. Lauter Leute kommen sie hier rausgekriebst. Da ist nichts. Warte mal, da drüben war noch Gold, glaube ich. Hier, ne? Ich glaube, hier war Gold. Würde ich sagen, holen wir den uns als nächstes, um hier diesen Platz noch zu kriegen. Und dann gehen wir weiter nach unten, dass wir hier das da unten noch platt machen, den großen Turm hier. Der stört schon ein bisschen. Das sind auch noch jede Menge Türme. Ach du Großer. Das wird ja noch richtig spaßig, Leute. Das wird noch richtig spaßig. Und unser Land ist mittlerweile schon ziemlich groß hier. Wie so eine Keule schmiegt es sich so hier auf die Insel. Finde ich schön. Wo rennt denn der hin schon wieder? Ach, der geht zurück in seinen Wachturm. Ist in Ordnung. Das darf er tun, natürlich. So, wir können hier noch einen Hafen bauen. Ja, ist die Frage, ob es was bringt. Eventuell bringt es was, aber weiß ich nicht. So, okay. Genau, hier der Angriff ist bereits initiiert worden. Warten wir jetzt, bis unsere 3 tapferen Krieger hier dort angekommen sind. Da unten ist der erste, da sind die 2 anderen. Sehr schön. Ja, läuft, würde ich sagen, Leute, ne? Also wir machen hier noch, erobern wir noch ein paar Türme in dieser Folge. Und dann, würde ich sagen, beenden wir die Folge auch schon wieder. Das muss nämlich noch gerendert werden, damit es heute hochgeladen werden kann. Kennt ihr ja das Problem. Vielleicht der ein oder andere. Und dann schauen wir mal. So, ich gönne euch jetzt einfach mal den Anblick hier, dieses kleinen Kampfes. Ich weiß, da habt ihr schon so viele gesehen und ihr könnt wahrscheinlich keinen weiteren mehr sehen. Laufen sie noch, die tapferen Krieger. Mit ihren Knubbelnasen. So, nächster Turm gehört uns. Beziehungsweise die nächste Wachstube, natürlich. Ach ja, die Dinger müssen wir einschalten. So. Gut, dann gucken wir mal, was hier oben ist, würde ich sagen. Fridolin, du bist dran. Und hier auch nochmal, bitte. Hier auch nochmal gucken, auch wenn das wahrscheinlich sehr ineffizient wäre. Ich schau mal ganz geschwind, machen wir so. Ich leite den jetzt bewusst einmal außen rum hier. Ne? Also hier ist so eine kleine... Einen kleinen Gebirgspfad. So. Ja, man muss das Ganze schauen, dass man natürlich das so gut wie es geht halt effizient macht, damit das nicht zu einem Stau kommt, wie wir ihn bereits hatten vor ein paar Folgen. Wäre ungeil. Okay, da ist auch nichts. Dann machen wir hier auch eine Fahne hin. So. Okay. Was ich dann gerne machen würde noch, ich würde gerne hier, da lohnt sich glaube ich am ehesten, ein Lagerhaus hinbauen. Okay,
Okay, das wäre auch übertrieben, ehrlich gesagt. Laufen sie die Münzen. Sehr schön. Dann kann hier der Nachschub quasi ein bisschen entwickelt werden. Oh, da wird gespeichert. Pünktlich zu der 20. Minute. Warten wir einfach ganz kurz, ne? Das geht ja ratzfatz. So ein bisschen. So, automatisch gespeichert. Militärgebäude erobert und ich würde sagen, eine Eroberung machen wir noch. Ne, die hier, da reichen 9 Stück. Angriff. Das gönnen wir uns jetzt noch als Finale dieser Folge sozusagen. Und dann, ja, werde ich da anfangen, das Ding mal zu rendern hier. Ich hoffe, da ist noch was. Ich hoffe, da ist noch Gold, weil wir brauchen dringend noch mal ein bisschen mehr Gold. So, Statistik nochmal gucken. Ja, irgendwo erholt er sich noch. Aber das ist... Der ist so schwach mittlerweile, den kriegt man mit links. Ach, jedes Mal. Zurück. Wir sind da unten hin. Ja, das war's schon. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt hier das Festland. Hier haben wir sein Land sehr schön in 2 Teile gespalten. Gefällt mir. Können wir hier eigentlich eine... Nein, leider nicht. Okay. Können wir keine Festung bauen. Schade. Gold gefunden. Sehr schön. Hier. Ich denke, da wird da noch mehr sein. Warten wir noch kurz ab, bis der Geologe hier fertig ist. Wir haben erst 21 Minuten, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da können wir uns noch ein bisschen damit befassen einfach. Ganz in Ruhe noch. Ich meine, mal ganz kurz interessieren. So. Wenn ich jetzt die Fahne abreiße und die da auch. Nee, kann ich trotzdem kein Ding bauen. Egal, dann können wir den Weg wieder hier hinbauen, so. Egal, hätte er sein können. Ist aber leider nicht. Okay, machen wir so. Passt doch. Ja, das war's. Der geht jetzt schon? Ernsthaft? Okay, machen wir so. Schau bitte hier nochmal rein. So, Straße hierhin einmal. Und Straße einmal hierhin. Ah! Ups, Entschuldigung, habe ich jetzt aus Versehen abgerissen. Ja, mit der Erfahrung kommt dann auch der Hochmut, ne? Da denkst du so, ah, das können wir easy klicken, kriegen wir ganz schnell eine Fahne hingebaut. Von wegen. Okay, also da unten können wir jetzt aktuell noch nicht viel bauen, weil einfach die Wege noch viel zu weit wären. Ja, ich glaube, da ist nichts, da können wir schon mal eine Fahne hinsetzen. Wäre sehr unökonomisch, da jetzt irgendwie noch groß irgendwelche Dinge hinzubauen. Aber wir wissen, wir haben den Platz auf jeden Fall. Und dann würde ich vorschlagen, ja, war's das für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal, gehen wir mal durch, ob wir alle Ressourcen und alles, was wir brauchen, eben, um unsere Weltherrschaft aufrechtzuerhalten, ob wir dafür noch alles haben. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinklicken. Und würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne, von Die Siedler 2, die nächste Generation, dem Let's Play dazu. Und schalt auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.